Ich schätze einfach mal, vor so circa 2 Monaten haben wir das eigentliche Let's Play von Stronghold 2 Deluxe beendet, weil ihr aber noch so eine Zugabe wolltet, nehmen wir hier nach wie vor so ein Bonusmaterial auf und befinden uns hier wieder im Eroberungspfad, wo wir nun unsere schicke Burg, die wir schon einmal verteidigt haben, heute erobern müssen. Ich bin gespannt, ob das jetzt die letzte Aufnahme wird oder ob hier noch eine Mission hereinflattert. Ich weiß es ja nicht, wir sind nach wie vor blind hier am Werke. Eines kann ich auf jeden Fall sagen für alle Stronghold-Fans. Gibt es eine ganz gute Nachricht? Wie können wir dienen? Vor 2 Wochen habe ich mir alle anderen Spiele gekauft, sprich auch Stronghold Teil 3. Und da könnt ihr euch garantiert freuen auf weitere lustige Let's Plays. Ja gut, an der Burg hat sich nicht wirklich was verändert. Sprich, auch wenn wir jetzt hier die Bühne verlassen sollten von Stronghold 2, werden wir garantiert als Burgherr wieder zurückkommen. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal auf diese eventuell letzte Mission, ich weiß es nicht. Männer an die Waffen! Wie gehen wir da ran? Ja, hier müssen wir aufpassen mit den Baumstämmen und mit dem Ballist oben. Wir... Ja, komm, wir wählen einfach ein paar Leiterträger aus, oder? Warte mal. Eure Hoheit! Ja, 2 Stück vielleicht nicht. Was? So. So schnell wir können, Sire! Ihr geht nach da. Bringt dann mal eure Leitern hin und... Bereit! Ihr. Bewegung! Ihr kommt hinterher und stürmt dann rauf. Ziehen los! Unsere Schwerter sind die euren! Oh, die Bogenschützen kommen da oben hin. Jetzt müssen wir aufpassen, wann er die Baumstämme da fallen lässt. Jetzt, oder? Unsere Truppen nee. Werden angegriffen. Das war nur das Tor. Ja? Jetzt, jetzt! Weg, weg, weg! Das passt. Das sieht gut aus. Das haben wir gut gemacht. Wo ist der Kampf? Da oben. Geht mal da hoch, denn hier genau Sturmangriff. Ihr kommt da hoch. Hallo, ihr auch. Oh. Da hat er noch eine Verstärkung. Hinterher. Waffenbrüder, auf die Welle. So. Baumeister zu Dienst. Dann könntet ihr eigentlich das Tor hier mal stürzen. Und alle anderen. Obwohl, wir kommen da doch auch bestimmt auch so schon rein, oder? Das Tor haben wir doch erobert. Ne, haben wir nicht. Jetzt. Jetzt haben wir es eingenommen. Dann geht mal alle rein. Für seine Lordschaft. Braucht ihr etwas? Ich glaube, du bist am langsamsten. Rücken vor. So, also die erste kleine Festung haben wir so gut wie eingenommen. Da oben sitzen noch 2. Und hier, wie war das? Ich glaube, wir hatten hier irgendwie Pech oder irgendwas konnte man hier, glaube ich, entzünden. Anzünden, mein Gott. War, glaube ich, bei uns so. Und er hatte ja die Leitern dann hier auf die andere Seite. Aber wir haben doch Katapulte. Genau. Sonst lasst uns doch... Naja, die sollen erstmal hier alle schießen, okay? Ja, Herr. Na komm, greift mal an. Geht mal... Nein! Speere hoch! Lass ihn doch abschießen. Genau. Wir machen mal... Auf euren Befehl! ...das raus. Dann laufen die auch nicht weg. Haut die um. So, also vielleicht hier mit dem Katapult das hier... ...die Wand zerstören und dann da... ...oder die Mauer. Wollen wir das versuchen? Ja, ich glaube, das ist am besten. Und dann... Ja, haut den erstmal hier um. Ach nee, die schießen ja gar nicht. Bogenschützen? Dann geht mal, irgendwie dahin, opfert euch mal. So. Sofort, Sire. Natürlich. Sehr schön. Okay, sprich mit unseren Gefährt, wo ist es da vorne? Wir sind eure Leute. Der Rambock macht erstmal das Tor platt, dann das Tor platt, dann kommen die Katapulte. Unsere Truppen werden machen die Mauer platt, dann machen wir das Tor und dann stürmen wir. Mal schauen. Vielleicht wird das Wie was. Wie lautet die Mission? Ihr kommt mal hierher. Lanzen vorwärts. So. Alle runter schon mal. Sollen wir jemanden schlagen? Erwarte Befehle. Du gehst vor. Aber ich bin mir sicher... Beide stehen in Flammen, Sire. Ich bin mir sicher, dass wir hier irgendwas anzünden konnten. Dann schicken wir da vielleicht ein paar Lanzenträger irgendwie vor. Die opfern sich dann. Wieso brennt das denn hier hinten? Haben sie noch mit die Baumstämme runtergeschmissen oder was? Sollen sie machen. Solange sie uns nicht treffen, ist das gar nicht schlimm. Wir kämpfen tapfer. So, wer opfert sich jetzt? Wer geht hier freiwillig? Was sagt ihr, mein Lord? Ihr. Wir kümmern uns drum. So, komm. Weg damit. Lasst Gut. Uns nur in die Schlacht. Vorwärts.
Alle hinterher. Werdet ihr uns brauchen? Die Bogenschützen besonders. Bereit. Oh nein, nicht hinterher. Ach, jetzt habe ich das ganz vergessen. Wo ist der Kampf? Weg, weg. Weg. Unsere Schwerter sind die euren. Unsere Werkzeuge. Hauptsache, das hier wird nicht angegriffen. Unser Rambock. Wartet noch, wartet noch. Ach, verdammt. Kein gutes Timing hier. So, jetzt, vorwärts. So. Neue Befehle, Sire? Ihr kommt dahin. Auf euren Befehl. Ihr greift an, wie kommt. Sollen wir denn dahin? Hier einfach geradeaus gehen. Erwarte Befehle. Das macht ihr schon. So, hier, Angriff. Eure treuen Bogenschützen. Werdet ihr? Nein, das eine Katapult wird abgefeuert. Geht mal zurück. Feuer da rein, geht das? Ist das jetzt gut? Ja, die paar Leiterenträger können wir opfern. Ich glaube, das war ganz neu. Nee, nee, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Hallo, bloß nicht mehr feuern. Genug ist genug. Genau, stürmt mal da hoch. Obwohl, vielleicht auch lieber nicht. Kommt runter. Kommt runter. Wir werden ja jetzt das Tor platt machen. So, jetzt Katapulte. Kommt nach vorne. Euch brauchen wir gleich. Los! Reißt das Tor nieder. Männer an die Waffen! So, Feuer. Feuer frei. Ja, kommt, geht mal da rein. Du gehst gleich mal nach vorne. Ja, komm schon. Nieder mit der Mauer, sehr gut. Durch da. Und angreifen. Was? Pech, ich höre Pech. Ja, passt da ein bisschen auf. Gut, lassen wir die da oben kämpfen, meinetwegen. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin, oder? Ja, gut. Katapulte sind jetzt weg. Nein, schieß nicht mehr. So. Wie lautet der Plan? Erwarte Befehl. Ihr könntet dann eigentlich die ganzen hier vorne mal erledigen. Geht da mal hin. Hauptsache... Wurde es angegriffen? Ich glaube nicht. Also unser Rambock muss das schaffen. Oder vielleicht ein... Hier, kommt. Sagt einfach Bescheid. Ja, ich sag Bescheid. Ihr geht mal dahin. Irgendwie durchkommen. Das würde ja auch reichen. Nee. Oh, sind das nur so wenig? Wir kämpfen tapfer. Ja, 26, das reicht eigentlich. Vorwärts! Komm vorwärts. Was sagt ihr, Malot? Ihr kommt mit dazu. Wir sind einsatzbereit. Oh, pass auf, Pech. Malot? Ich höre hier doch Pech. Wie können wir dienen? Oder auch nicht. Stirb mal. Ach, wir gehen jetzt einfach die Leiter hoch. Werdet ihr uns brauchen? Männer an die Waffen! Kommt, geht mal die Leiter hoch. Bereit. Durch da. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Geht da hoch. Komm, ein paar von euch machen die Bogenschützen platt. Ich glaube, das passt. Oder? Haben wir hier noch irgendwo was? Ja, das. Hier unten. Nö. Unsere Truppen werden angegriffen. Schön. Ja, hätten wir vielleicht doch nicht Umweg machen müssen. Na egal. Das sieht gut aus. Habe ich mir jetzt eigentlich schwieriger vorgestellt, weil wir haben das doch ziemlich einfach verteidigen können. Aber gut, uns soll es nicht stören. Hatten wir endlich mal so einen kleinen Vorteil beim Angreifen. Wir kannten jetzt die Burg schon. Also nicht wirklich blind, das ganze Geschehen hier. Das ist ja auch mal was Schönes. So. Und die Taktik ging ja eigentlich auch gut auf. Weil er hatte, das weiß ich ja noch, er hatte den langen Umweg hier genommen. Und ich glaube, das wäre nicht gut gewesen. Von daher hier einfach den Durchbruch so machen, das war schon ganz gut. Neue Befehle, so, hoch da, machen wir den platt. Dann haben wir das. Ging ja jetzt ziemlich schnell. Hier unten muss man ja aber auch sagen, guter Start. Konnten wir die Baumstämme schnell ausweichen. Haben wir da mal aufgepasst. Auf hier, nee. Euren Befehl. Hier stimmt jetzt hoch, ansonsten geht das hier noch schief. So, wer kommt hier noch? Ach so, nee, das geht nicht schief. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Wir kämpfen tapfer. Oder vielleicht reichen da 5 Stück gar nicht. Ich weiß es nicht. Was sagt er? Hey, wieso komme ich da nicht hoch?
das denn? Wir drehen die Kamera, da müsste das passen. Was sagt ihr, Mann? Stirbt mal durch, stirbt mal durch. Lasst die da unten stehen. So, jetzt kommen wir ran. Oh, es sieht nicht so gut aus. Werdet ihr uns brauchen? Hey, jetzt macht ihn mal fertig. Wir brauchen noch eine Verstärkung. Schlag zu, schlag zu. So, die Hälfte. Die Hälfte haben wir... Ja, jetzt. Jetzt ist er erledigt. Nochmal rauftreten und dann ist gut. Oder? Ja, das schaffen wir. Seine Verstärkung kommt zu spät. Das haben wir zurückerobert. Unsere alte Burg. Sehr schön. Gewonnen. Glückwunsch, eure Feinde sind besiegt, ihr habt Europa unter eurer königlichen Flagge vereint und wieder für Frieden gesorgt. Das war sie jetzt höchstwahrscheinlich, die letzte Aufnahme von Stronghold 2 Deluxe. Ich möchte nicht versprechen, dass wir wiederkommen, denn wir wollen ja so langsam auch die anderen Teile starten. Die sind jetzt hier noch schön eingepackt, bedeutet also auch die werden wir wieder blind spielen. Sprich, wenn ihr einen anderen Stronghold-Teil schon an- oder durchgespielt habt, dann holt euch vielleicht jetzt schon einen Zettel und einen Stift raus und notiert euch, auf was ich da ganz besonders achten sollte, sodass ihr mir das dann gleich beim Start des neuen Let's Plays per Kommentar oder per PN mitteilen könnt. Ich würde mich richtig doll darüber freuen und möchte mich hier an dieser Stelle bei euch allen ganz doll bedanken. So viele Tipps und so viele Tricks habt ihr bisher bei keinem anderen Let's Play geschrieben und das hat mir richtig toll geholfen. Wir haben ja alles, ja, bis auf ein, zwei Ausnahmen im ersten Anlauf gleich geschafft. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Spielen und würde mich richtig doll darüber freuen, wenn ihr auch bei den kommenden Stronghold Let's Plays dann wieder einschaltet. Alle diejenigen, die jetzt überlegen, ob sie sich das Spiel kaufen, die kann ich hier auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, denn es gibt alle Parts bis auf Teil 3, in der, ich glaube, Stronghold Collection, so heißt die Box, für 10 Euro zu kaufen. Das lohnt sich garantiert. Hier bei Stronghold 2 könnt ihr auch noch eigene Karten kreieren oder euch online mit Freunden treffen und dann gegeneinander spielen. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Schaltet wieder ein und bis bald. Euer Burgherr Tom P. Zenker.